Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich in diesem Video dir zeigen, wie einfach du mit Photoshop doch Spiegelungen in deinem Bild hinzufügen kannst. Bevor ich jetzt aber anfange, möchte ich noch zwei Dinge loswerden. Zuallererst am 22. April findet hier in Friedrichshafen ein Fotowalk statt. Wenn du Lust und Laune hast, mit mir und meinen Freunden ein bisschen durch Friedrichshafen zu ziehen und ein paar coole Aufnahmen zu schießen, sei es von Gebäuden, sei es von der Landschaft, vom Bodensee oder eventuell auch von Leuten, die sich gerne fotografieren lassen würden. Wäre ganz cool, wenn du gerade hier in der Nähe bist oder eventuell, falls du hier auch wohnst oder schon immer mal an den Bodensee fahren wolltest, die Gelegenheit wäre da. Komm doch einfach vorbei. Zum Zweiten möchte ich dich auf meine Facebook-Gruppe aufmerksam machen. Es wäre toll, wenn ich dich in meiner Facebook-Gruppe Kitea Members begrüßen könnte. Alle Informationen zu dem Fotowalk und zu der Gruppe findest du auf meiner Homepage. Da oben blende ich einen Link ein, klick drauf und check das Ganze einmal aus. Okay, kommen wir zu dem eigentlichen Foto. Was habe ich da bisher gemacht? Ich habe jetzt hier diesen linken Mast mit einer Retusche entfernt. Und den rechten Mast hier ebenfalls mit einer Retusche entfernt. Okay, als allererstes aktiviere ich die obere Ebene Retusche rechter Mast und werde mir jetzt hier mit dem Verlaufsauswahlrechteck mir den Teil auswählen, der sich hinterher im Foto spiegeln soll. Ich denke, so gefällt mir die Auswahl ziemlich gut, ich klicke mit der rechten Maustaste in die Auswahl und sage Ebene durch Kopieren und diese Ebene kopiere ich mir noch einmal mit Steuerung und J. Die untere Ebene, die Ebene 1, werde ich umbenennen in Spiegelung und die obere Ebene benenne ich um in Horizont. Die obere Ebene Horizont benötige ich vorerst nicht, aus dem Grund kann ich mir die erstmal ausblenden. Ich markiere die Ebene Spiegelung, drücke die Steuerung und T für das Transformieren-Werkzeug und fahre mit der Maus an den oberen Rand, bis sich hier mein Mauspfeil in einen kleinen Doppelpfeil verändert und ziehe einfach die Spiegelung nach unten. Wenn mir das vom Platz her nicht reicht, kann ich mit Steuerung und Minus ein bisschen hinauszoomen und die Spiegelung vergrößern oder wieder verkleinern, so wie sie mir halt am besten gefällt. Ich denke, so gefällt sie mir ziemlich gut, gerade wegen dem Wolkenspiel hier oben. Ich bestätige das entweder mit dem Hakensymbol oder mit der Enter-Taste und schaue mir das gerade mal an, indem ich hineinzoome. Du kannst reinzoomen mit Steuerung und Plus oder mit der Alt-Taste und Mausrad. Ich denke, das ist so in Ordnung. Ich glaube, wir brauchen hier jetzt fast nichts mehr tun. Vielleicht werde ich die Spiegelung hier auf der linken Seite noch ein bisschen verzerren. Ich drücke nochmal Steuerung und T für das Transformieren-Werkzeug. Gehe mit der rechten Maustaste in die Auswahl und werde hier auf Verzerren umstellen. Werde mir hier an den oberen linken Anfasser ein bisschen die Spiegelung nach oben rücken. Ungefähr. So, bestätige das Ganze wieder mit dem Hakensymbol oder mit der Enter-Taste und ja, so gefällt es mir ganz gut. Nun, jetzt sieht das so aus, als ob der Horizont die Stadt auf einem Spiegel stehen würde und das ist eigentlich jetzt hier nicht so der Sinn und Zweck. Von daher benötigen wir ein bisschen unruhiges Wasser, das erreiche ich mit einem Filter hier oben über Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Den Winkel stelle ich auf 90 Grad ein, wobei mir der Winkel vielleicht jetzt hier so in dem Stil ein bisschen besser gefällt, weil meine Wellen werden hinterher auch nicht geradlinig verlaufen. Vielleicht werde ich den Winkel so auf 70 einstellen, genau. Und den Abstand kann man mal ausprobieren, wie sieht es mit 35 aussieht. Das ist mir zu wenig. 50 ist schon ganz okay, aber noch nicht in Ordnung. 70 finde ich ganz gut. Hier auf der linken Seite müssen wir noch ein bisschen was machen. 60 ist die bessere Wahl. Also muss es ausprobieren. Alle Werte, die ich jetzt hier einstelle, beziehen sich immer nur auf das aktuelle Foto. Die Werte werden wahrscheinlich auch bei deinen Bildern nicht zu den gleichen Ergebnissen kommen. Von daher immer ausprobieren, üben, üben, üben. Denn die Werte von mir werden höchstwahrscheinlich auf deinen Bilder nicht passen. Ich werde jetzt trotzdem hier auf einen Abstand von 70 Pixel gehen. Ich lasse es erstmal so. Bestätige das Ganze mit OK und jetzt haben wir aus dem
Spiegel eine Eisoberfläche gemacht. Diese Eisoberfläche gefällt mir jetzt auch noch nicht so richtig, denn so ein bisschen einen Welleneffekt in der Spiegelung drin haben. Diesen Welleneffekt erreiche ich hier mit dem Wischfinger. Den Wischfinger habe ich auf eine Größe von 64 eingestellt. Die Härte ist bei 0%. Der Modus ist normal und die Stärke ist ungefähr bei 15%. Ich zoome in das Bild hinein. Vor allen Dingen hier ist es mir zu arg geradlinig. Hier müssen wir auf jeden Fall was machen. Und ich werde jetzt mir hier das Ganze so ein wenig verwischen. Auch hier. Überall. Mit der Leertaste kann ich mein Foto hin und her verschieben, wenn mir die Auswahl aktuell nicht ausreicht. So, es ist, glaube ich, ganz okay. Ich zoome wieder raus und jetzt, was mir jetzt hier noch fehlt, ist die Wasseroberfläche. Die Wasseroberfläche bekomme ich mit einem zweiten Foto in das Bild hinein. Und zwar habe ich mir hier ein Bild von einem Loch aus Schottland ausgewählt. Ich wechsle hier oben auf das Verschieben Werkzeug und ziehe mir das Bild einfach in meine aktuelle Bearbeitung hinein. Platziere es ungefähr hier und mit Steuerung T kann ich das Foto vergrößern. Ungefähr so, okay. Ich bestätige wieder mit der Enter-Taste oder mit dem Haken und werde den Modus von Normal auf Multiplizieren umschalten. Jetzt habe ich hier eine coole Spiegelung mit einem guten Welleneffekt im Foto hineinbekommen. Was ich jetzt noch benötige, ist eine Abdunkelung der Wasseroberfläche, denn Spiegelungen sind immer dunkler wie der Horizont. Das erreiche ich hier mit dem Verlaufswerkzeug. Ich werde den Verlauf einstellen von Vordergrundfarbe zu transparent. Der Modus ist normal, die Deckkraft ist ungefähr bei 65 und die Vordergrundfarbe ist schwarz. Und ich werde mir jetzt hier einen Verlauf reinzeichnen. Jawohl, das reicht mir schon, das gefällt mir so. So ist es super. Ich wechsle auf die oberste Ebene und kann jetzt mit der eigentlichen Bearbeitung des Bildes anfangen. Die zeige ich dir jetzt nur noch im Schnelldurchlauf und ich melde mich zurück, sobald ich mit der ganzen Bearbeitung fertig bin. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie einfach man doch Spiegelungen nachstellen kann, wenn es denn nicht immer so genau klappt mit den Wasserspiegelungen. Und
gehabt. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook. Die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Komm in meine Facebook-Gruppe Kitea Members. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Wenn du mich unterstützen möchtest, teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.